Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Ni no Kuni und der Fluch der Weißen Königin. So, es gibt ein kleines Problem. Ja, was heißt ein Problem? Ich muss so ein bisschen vorspielen, das heißt, ich weiß die Szene, die jetzt kommt. Es lag einfach daran, dass ich hier nicht raus konnte. Ich musste das Ganze spielen. Es ist nur das Stück. Und dann habe ich mir halt die Monster für Lorenz besorgt und halt, ich hoffe, wenn das richtig stimmt, die Sommersonne geholt für die Pflanze hier, um die zwei Missionen abzuschließen. Wir werden das Ganze so machen, dass ich hier die ganze Szene mache und dann lade ich später den anderen Stand, wo ich das schon mal gemacht habe. Dort wohl gesagt, es hat sich natürlich auch was geändert an den Leveln von den Monstern. Also jetzt nicht gravierend, die sind ein Level gestiegen und Esther glaube ich auch. Werden wir gleich sehen. Wie gesagt, weil ich ja auch Kämpfe machen musste und immer kämpfen. Ich habe mir sogar dann auch einen mechanischen Kanickel geholt. Ich dachte, das wollte er da haben. Aber leider ist es nicht so gewesen, denn er wollte ein anderes Monster. Aber das werden wir gleich zeigen. Und wir bekommen gleich auf jeden Fall einen sehr nützlichen Zauber. Ich finde, dass dieses Game macht einen wahnsinnig, weil man alles so spät bekommt. Alles so spät. Naja, nichtsdestotrotz werden wir jetzt erstmal den Glauben wiederherstellen bei Marcusin. Also los geht's. Da ist er ja, der Zukunfts-Marcusin. Verschwindet von hier! Geht hinfort mit euch! Der arme Kerl hat immer noch ein bisschen, noch ein gebrochenes Herz. So viel ist sicher. Der ist ein Schatten seiner selbst. Der braucht eine Dosis Glauben, und zwar Dalli. Komm schon, Mann, sein Vater hätte das so gewollt. Schluss mit den unerträglichen Geschwätz, Fee. Mein Vater starb vor 15 Jahren. Maße dir nicht, an, zu wissen, was er wollte. Das Ganze ist also vor 15 Jahren passiert, ja? Und dieser arme Kerl ist seitdem auf sich allein gestellt? Das nenne ich tragisch. Eure Hoheit, wir haben Ihnen etwas mitgebracht, ein Geschenk. Es ist von vor 15 Jahren. Wir haben es von Ihnen. Jedenfalls, wenn das in Ordnung geht, hätten wir gerne, dass Sie es wiederbekommen. Was hast du gesagt? Was hat das zu bedeuten? Herz. Schenken. Und zwar Glaube. Was ist das? Dieses Gefühl. Was ist los? Was ist das für ein warmes Gefühl in meiner Brust? Was habe ich getan? Die ganze Zeit über war ich derart fehlgeleitet. Es war Shaddaa, eure Hoheit. Er nahm den Glauben aus euren Herzen. Aus meinen Herzen? Meinen Glauben? Oh. Ich fühle, dass ich wieder an Menschen glaube. Ich will an Menschen glauben. Es ist lange her, seit ich das gefühlt habe. Heißt das, dass ihr mich gerettet habt? Warst du es, der mich wieder glauben ließ? Ja, Eure Majestät. Ich hatte es versprochen, oder? Ich hatte versprochen, meinem kleinen Bruder zu helfen. Warum kommt sowas nicht? Zu kommen und zu helfen, falls ihr in Schwierigkeiten seid, wo auch immer ihr seid, egal wie weit entfernt. Warum? Was ich immer noch nicht verstehe, wir wissen, dass Sven Gascon ist, also der große Bruder von Marcusin. Warum steht immer noch Sven dort? Und ich frage mich, wieso hat er sich Sven genannt und wieso wird er halt so ein Dieb? Ich hoffe mal, das wird noch irgendwie hinterbeleuchtet.
Wo auch immer ich... Ich verstehe. Jetzt verstehe ich. Du bist zurück. Ich habe immer gewusst, dass du kommen würdest. Danke. Und nicht mal hier, mein großer Bruder, Markusin oder so. Großer Bruder oder sonst irgendwas. Ihr müsst mir nicht danken, eure Hoheit. Eure Hoheit, wir brauchen eure Hilfe. Wir wollen, dass ihr uns helft, Shaddar zu besiegen. Was hast du gesagt? Du willst dich Shaddar stellen? Das ist unerhört, waghalsig. Ich bin ein großer Weiser. Und doch konnte Shaddar in mein Herzen eindringen und ungestraft ein Stück davon an sich nehmen. Aber ich wurde gerettet. Genau wie es mir versprochen worden war. Nun gut. Ich werde euch helfen. Zusammen werden wir den dunklen Djinn besiegen. Shaddars Tage sind gezählt. Das sind sie. Danke vielmals, eure Hoheit. Ich wusste, dass ihr uns nicht im Stich lassen würdet. Tja, und deshalb bist du der Kaiser, Markusin. Well, well. What are we to make of this? It seems the Savior managed to acquire Mornstar after all. And somehow managed to travel back to the present. I would have thought that far beyond his meager powers. Indeed. The power to breach time can be used but once in a mortal's life, can it not? It would seem that he has benefited from yet more assistance. And that his benefactor possesses formidable powers. Powers on a par with our own. This supposed helper of his is no mere dabbler in the magical arts. Such powers recall those of that ancient king without whom our magic wands could not exist. Yes, I speak of my... But that would be a truly terrifying proposition, if one such as he were to... Fear not. Should the need arise, I shall take action myself. Your radiance, you mean to say? I do. He cannot hope to defeat me. And I will tell you. Na gut, Leute. Hört mir zu. Um Shaddar zu besiegen, müssen wir zuerst seine Verteidigung durchbrechen. Der dunkle Djinn wird von einer magischen Barriere geschützt, die als der dunkle Dunst bekannt ist. Der dunkle Dunst? Ja, eine widerwärtige magische Barriere, die kein Zauber durchdringen kann. Weder Rashid noch Alice konnten den dunklen Dunst überwinden. Daher konnte Shaddar sie besiegen. Und da die anderen großen Weisen nun außer Gefecht waren, konnte er tief in mein Herz eindringen und ein Stück davon rauben. Aber jetzt mag es den, ich meine eure Hoheit. Jetzt komm schon, Esther. Als Kind habe ich einst an deine Seite gekämpft. Du musst meinen Adelstitel nicht verwenden. Das gilt für euch alle. Geht klar, eure Majestät, keine Sorge, Oliver. Ich bin mir sicher, dass du dich dran gewöhnen wirst. Ich würde euch lieben gerne auf eure weitere Reise begleiten. Eine, auf der wir gemeinsam zu großer Stärke finden. Stärke, die ausreicht, um Shaddar zu besiegen. Aber das Reich zu schützen, ist meine oberste Pflicht. Und ich muss die vielen Fehler wieder gut machen, die ich beging, als ich gebrochen Herzens war. Doch, das Wissen, dass du nur den Zauberstab besitzt, der dir die Macht verleiht, Shaddar ohne Hilfe zu besiegen, ist mir ein großer Trost, Oliver. Morgenshen gehörte einst dem Magierkönig. Man sagte, er habe die Macht, jede böse Verzauberung zu überwinden. Das gilt sicher auch für den dunklen Gunst, der Shaddar beschützt. Aber leider ist der Zauberstab in dem Besitz nicht vollständig. Wie? Nicht vollständig? Wovon redest du?
Morgenschein wahre Macht übersteigt das Verständnis der meisten Zauberer. In der Tat, er ist so mächtig, dass der alte König, der ihn erschuf, der Einsicht war, es sei besser, wenn seine Macht auf 3 magische Steine aufgeteilt werden. Die 3 Steine wurden dann verborgen, weit entfernt von Zaubershop selbst. Also müssen wir die zuerst finden, richtig? Ja, doch, ich muss mich leider entschuldigen, was das angeht. Wie? Warum? Was hast du getan? Ich besaß einst eine Karte, auf der die Fundorte der 3 Steine eingetragen waren. Sie wurde mir leider gestohlen. Gestohlen? Als ich mein gebrochenes Herz hatte, bin ich eher nachlässig mit den Schätzen des Palastes umgegangen. Bücher und Karten sind oft einfach verschwunden. Zu meiner Schande, ich habe tatsächlich mehrere dieser Diebstähle beobachtet und nichts dagegen getan. Oh, das kommt mir ja so bekannt vor. Es fiel mir schwer, den Dingen irgendeine Bedeutung beizumessen, als ich ein gebrochenes Herz hatte. Na, das ist schon ein bisschen blöd. Wenn der Dieb mit der Karte an die Steine rankommt, was meinst du, was er damit anstellt? Was stellt er denn damit an? Das weiß ich nicht. Allerdings weiß ich, wer der Dieb war. Sein Name ist Kublai. Er bezeichnet sich selbst als König der Himmelspiraten. Kublai. Mussten wir ausgerechnet an den Typen geraten? Okay, Sven, a.k.a. Gascon, kennt ihn. Ich hätte wissen müssen, dass ihr beide Alte, egal. Du weißt bestimmt nicht, wo er steckt, oder? Das ist das Problem mit den Himmelspiraten. Du weißt nie, wo sie sind. Sie bewegen sich mit ihren gewaltigen Luftschiffen ständig von Versteck zu Versteck. Luftschiff? Wie auch immer, Kublai zu finden ist immer noch der einfachste Weg, die 3 magischen Steine zu bergen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass er sich gewaltfrei zur Zusammenarbeit überreden lässt. Ich sollte dir also besser ein paar neue Zauber beibringen, Oliver. Oh, jetzt kommt's! Barriere. Verschmelzen. Gucken wir uns gleich mal an. Ein Blick. Du wirst auf der Suche nach Kublai sicherlich viel umherreisen müssen. Dieser Zauber sollte dich dabei als recht nützlich erweisen. Reisen! Wir können endlich an alte Orte reisen! Ach, das hat mir natürlich alles erleichtert, auch um die ganzen Monster zu holen. Was macht er denn, Markesin? Er bringt dich an einen beliebigen Ort, den du bereits einmal besucht hast. Wenn ich euch nicht begleiten kann, so kann ich euch zumindest etwas einfacher machen. Ja, ja, das ist super. Und es bedeutet, dass wir dich besuchen können, wann wir wollen, Markesin. In der Tat. Benutzt ihn auf jeden Fall, um auch an andere Orte, die ihr schon kennt, erneut aufzusuchen und nachzusehen, was Neues gibt. Wenn du etwa den Tempel der Prüfung besuchst, kannst du dich an den Ort Salomonischen Spielen teilnehmen, die von Salomon, meinen alten Lehrer, organisiert werden. Wenn du etwa den Tempel der Prüfung besuchst, kannst du an den Salomonischen Spielen teilnehmen. Okay. Oh. Wow, ich hatte Salomon und den Tempel der Prüfung beinahe vergessen. Zuallererst sollten wir aber Kublai, den König der Himmelspiraten, finden. Komm schon, Oliver. Das nächste Kapitel unseres Abenteuers beginnt jetzt. Ja, das tut es. Auf geht's. Gut. So sieht's nämlich aus. Aber ich werde hier einen Schnitt setzen, denn wir sehen uns gleich wieder, wenn wir, beziehungsweise wenn wir jetzt in Gasthaus, werden wir uns wiedersehen. Also, bis gleich. Ich werde nochmal eine kleine Überleitung machen. Wir teleportieren uns hier raus.
Bis gleich. So, da sind wir auch jetzt direkt schon wieder. Wundervoll. Jetzt sind wir nämlich hier und können jetzt die zwei Quests erledigen. Ja, würde ich mal so behaupten. Kleinen Moment mal. Muss mal eben kurz was nachgucken. Ich sehe gerade, dass die Aufnahme irgendwie neu begonnen hat, was eigentlich nicht sein sollte. Aber scheint wohl, dass sie jetzt abgeschlossen ist. Okay, dann müssen wir mal schauen. Sollte aber alles gut laufen. Wenn nicht, dann mal gucken. Ich schau mal. So, Aufnahme ist auf jeden Fall da. Das ist da, 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 da. Okay, alles gut. So, wir holen uns die Monster ab, die wir brauchen. Zum einen brauchen wir ihn, ihn und ihn nicht. Wir holen uns. Und zwar brauchen wir einmal das braune Zahnrad. Das ist auf der Feeninsel, wo Mama Fee ist. Dort kriegt man das. Und auf der Insel hier bekommt man halt den großen mechanischen. Und am Anfang dachte ich, dass halt ja, der mechanische hier gemeint ist. Aber nein, es ist diese kleine mechanische Maschine gemeint. Kriegt man auch hier auf der Insel in Schweinsfurt. Und natürlich eine Sommersonne brauchen wir gleich auch noch. Warte mal. Abgeben. So. Abholen. Ja, die lassen wir gleich da. Das Lustigste, ich sehe gerade, dass ich zwei von den gleichen hier habe. Preis der Evolution. So, gut. Dann werden wir das mit Lorenz mal erledigen. Entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten müssen, Lorenz. Sie sind, sind das die Kreaturen, die Sie haben wollten? Es ist einfach großartig. Die Wissenschaft dankt dir. Ich staune Ihre kalte, unorganische Schönheit. Betrachte die stumpfen Schimmer Ihrer Körper. Das sind perfekte Exemplare. Kein Zweck. Okay, der ist schon mit den Gedanken woanders. Oh, Entschuldigung, bla bla. So, wir bekommen einen Planet, Sonnentropfen und 2000 Gulden. Und einen Auftrag abgeschlossen. Zack. Gut. So. Dann abgeben. Abholen. Doch abholen. Kann man die aus der Reserve? Ja, aus der Reserve, ne? So. Das brauchen wir wahrscheinlich. Die rüsten wir aus. Zack. Und dann gehen wir eben kurz mit der Sonne die Dingens erledigen. Die Quest. Ja, und dann müssen wir den Himmelspiraten suchen, wie es aussieht. Ich hoffe, ich kann die Quest noch machen. So, alle haben ihre Schweinsdingens wieder weg. Ah. Was bekommen wir denn hier? Wieso nicht? Glauben, okay, wir kriegen hier Glauben, alles klar. Herz empfangen. Glaubt der Typ da vorne, die Quest ist, glaube ich, für Glauben gedacht. Gehe ich davon aus. Du hast Glaube erhalten, sehr schön. So. Jetzt muss ich selbst mal gucken. Ah, okay, es sind jetzt wieder mehrere Quests aktiv.
Alles klar. Klar, wir haben ja auch ein Ereignis gemacht, also... Mich würde es nicht wundern, dass hier sich alles geändert hat. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch noch die Blume hier gießen, ne? Genau. Ah, jetzt sehen wir die zwei Damen jetzt sprechen. So, wir haben alternativ Sonnenschein gefunden. Er sieht aus wirklich wie eine Sonne aus. Lassen wir ein Licht auf die Pflanze scheinen. Also wir brauchen doch die Sommersonne. Tolle Blume blüht. Ganz recht, Oliver. Sieht wunderschön. Einfach herrlich. Mutter ist überglücklich. Dufte, wir haben es geschafft, dass die Pflanze rechtzeitig zum Geburtstag ihrer Mutter blüht. Vielen Dank. Ich weiß zwar nicht. Ein Läuterungsstein. Wie lange der Geburtstag von ihr noch ansteht. Aber okay. Nun haben wir das erfüllt. Verdienststempel. Boom. Sag ich ja. Ich habe es mir irgendwie geahnt, dass wir die Sommersonne brauchen. So, dich packen wir mal wieder weg. Danke für deine Hilfe, Sonny. Und jetzt müssen wir jetzt erstmal gucken. Warte mal, wer hatte noch nichts? Ihr zwei, kann ich euch das ausrüsten? Nein. Was ist das denn jetzt? Was habe ich da bekommen? Hier. Ein schimmernder Edelstein, der die kristallisierte Kraft eines göttlichen Lichts erhält. Lässt einen Vertrauten die, den läuterndes Lichttrick erlernen. Ach so, das ist ein Trickzeug hier erlernen, Dingsbums. Das essen die und dann lernen die das. Läuterndes Licht. Das müsst ihr mal sagen. Ist das gut? Wenn ich das an ein Lichtmonster gebe... Das interessiert mich mal. So, wir machen aber hier später mal weiter. Wir gehen erstmal vorne zum Express mal.